Hallo, Servus und Grüß Gott. Heute bei der Daily Ovo. Schlechte Nachrichten, das Facebook-Update ist da. Vielleicht habt ihr es gestern schon gemerkt, Facebook hat gestern wirklich herumgesponnen, keinesgleichen. Und also ich habe es vor allem daran gemerkt, dass einige Leute bei uns auf der Ovo-Consulting-Seite kommentiert haben und teilweise auch auf meinem privaten Profil. Und jedes Mal, wenn ich dann auf die Benachrichtigung geklickt habe, dann war das Kommentar nicht da. Dann habe ich mir so gedacht, okay, wahrscheinlich spinne ich jetzt oder die Person hat jetzt das Kommentar gleich wieder gelöscht. Nachdem das aber in einer Tour gestern so daherging, habe ich mir gedacht, okay, da muss definitiv etwas nicht stimmen oder besser gesagt, da kann definitiv etwas nicht stimmen. Irgendwann dann mal am Abend, so zwischen 19 und 22 Uhr, war die Schrift auf einmal größer. Und dann habe ich mir so zuallererst gedacht, okay, ich bin aus Versehen vielleicht auf CMD Plus oder dann bei Windows Steuerung Plus oder Steuerung Minus gekommen, weil damit kann man die Schriftgröße vergrößern oder auch verkleinern. War auch nicht der Fall und habe dann irgendwie zufälligerweise mit einem guten Bekannten, dem das Gleiche aufgefallen ist, der hat dann gemeint, okay, er hat genau das Gleiche gedacht, aber dem war nicht so, sondern es ging hier darum, dass Facebook jetzt seit langem, und jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht, das Update einspielt. Das bedeutet, für so einige Facebook-User, die noch ihr Profil im alten Design haben, dass sie jetzt auf die Timeline oder besser gesagt auch auf die Chronik migriert werden. Das heißt jetzt auch wiederum, jetzt gibt es definitiv kein Entkommen mehr und jetzt heißt es wirklich Timeline für alle. Es gibt dann noch ein paar andere Veränderungen, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, also wenn ihr ganz oben rechts schaut, dann steht ja immer dort euer Name und euer kleines Profilbild. Damals stand daneben dann noch Startseite und dann noch der Dropdown. Das ist jetzt unmittelbar neben, oder besser gesagt unmittelbar unter eurem Namen und das ist auch immer fast unsichtbar, nur zu sehen, wenn man mit der Maus drüber fährt. Die Linkansicht in der Timeline hat sich auch verändert und ja, muss jetzt ganz ehrlich sagen, so viele groß neue Funktionen fallen mir jetzt gerade im Moment nicht ein, aber ihr könnt mir jetzt einfach mal Kommentare abgeben und mir einfach mal sagen, was für neue Funktionen euch sonst noch so aufgefallen sind. Ja, wie immer freue ich mich auf eure Kommentare und wie immer gilt auch, mehr oben mehr Kommunikation. Bis zum nächsten Mal.